Bist du hübsch? Wer entscheidet das? Zu mir kam neulich eine junge Dame, die hat gefragt, wer entscheidet eigentlich darüber, ob ich hübsch bin? Ich oder die anderen? Das ist eine sehr philosophische Frage und ich beantworte sie dir gerne. Ich bin Yvonne de Barck, ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache und ich bringe Menschen bei, so zu wirken, wie sie wirken wollen. Das hat mit Körpersprache zu tun, mit Aussprache, mit Blickkontakt, mit Distanzverhalten, mit deinem Auftreten. Du kannst immer so wirken, wie du willst, in jedem Moment und in jeder Situation, ohne dich zu verstellen. Wer sagt dir, wie hübsch du bist? Wer sagt dir, ob du dick oder dünn bist? Die anderen oder du? Ich sag dir was. Deine Ausstrahlung hat nichts mit deinem geerbten Aussehen zu tun. Es hat was mit dem hier zu tun. Deine Ausstrahlung kommt von innen. Du kannst zum Beispiel eine helle Bluse anziehen, die strahlt. Alle drehen sich nach dir um, weil der Raum erleuchtet ist. Aber sobald du die Bluse ausziehst, ist es vorbei mit dem Strahlen. Ein Glühwürmchen zieht sich auch nicht einfach ein glühendes Höschen an, sondern es strahlt von innen, dauerhaft und intensiv, so dass es jeder sehen kann. Kein anderer kann dir deine Ausstrahlung überziehen. Du musst von innen strahlen und das kannst du, indem du zum Beispiel deine Ziele ganz klar vor Augen hast und vor allem, indem du weißt, was du gut kannst. Ich habe ein kleines Gedankenspiel für dich. Überleg mal, was würde ein Fan über dich sagen? Was würde jemand anders über dich sagen? Yvonne, also du nimmst natürlich dann deinen Namen, kann besonders gut. Das musst du natürlich dann sagen. Wenn du dann deine Stärken kennst, also du weißt, was die anderen Gutes über dich sagen, dann weißt du auch, wie du das ausbauen kannst. Glaub daran, mach dich vor jeder Situation dessen bewusst, hey, das kann ich und das bin ich und das kann ich besonders gut. Mach dich nicht abhängig von der Meinung anderer. Ob die sagen, dass du hübsch bist oder nicht hübsch, das hat dich nicht zu interessieren. Nur du entscheidest, ob du hübsch bist. Ich habe eine Übung für dich. Stell dich mal vor den Spiegel und schau dich an. Wenn du jetzt einen Pickel findest in deinem Gesicht, egal, das ändert nichts daran, dass du ein guter Mensch bist und das ändert nichts an deinen inneren Stärken. Wenn du Falten siehst, sei stolz drauf. Jede einzelne Falte erzählt eine eigene Geschichte. Finde an dir drei Dinge, die du magst. Ich mag an mir zum Beispiel meine Schultern und ich mag meine Augenbrauen. Das sind meine Augenbrauen. Ja, die hat niemand anders. Das sind nicht die schönsten Augenbrauen, aber ich mag sie. Und ich mag mein Lächeln. Ja, das mag ich. Was magst du an dir? Stell dich vor den Spiegel und guck mal rein und lächel dich mal an. Okay, ich sage jetzt nicht, schreib es mir in die Kommentare, aber würde mich natürlich freuen. Oder schreib es mir an office@yvonnebark.de, was du an dir magst und ob dir das Video gefallen hat. Ja? Bis dann, deine Yvonne de Barck.